Jetzt zum letzten Referenten. Jetzt gibt es ein bisschen im letzten Part einen Rundumschlag noch zum Abschluss. Es geht gleich um mehrere Themen, zum Beispiel Finanz- und Wirtschaftssystem nochmal, die Lage, die Krise kurz vor dem Ausbruch. Es geht um Sicherheitslage in Europa noch einmal am Schluss, die Herausforderungen in alle Richtungen. Es geht um weltweite Kriegsherde, um gefährliche Kartelle. Und unser fünfter Gast heute, ich habe jetzt das ganz kurz gemacht, unser fünfter Gast war schon bei der 9. und der 12. AZK unter uns. Heute gibt er uns eben ein politisches Update, wenn man so will, und zwar in Form eines Podiumsgespräches, ein Live-Interview. Dieses Interview wird geführt von Jürgen Mayer, von Regina Olfert. Und es ist ein Mann, der jahrzehntelang in der Welt herumgekommen ist, wie vielleicht kein zweiter. Er ist stark geworden unter Tausenden von Live-Interviews für ARD, heute für KlarTV, oder? Und AZK. Da haben wir Christoph Hörsel. Wieder einmal mehr herzlich willkommen. Vielleicht sind es irgendwann auch 1000 für uns. Aber er war jetzt noch im Flugzeug, als ich den Referenten sagte, in welchem Moment ihr hochkommt. Wir möchten noch mal kurz dein Porträt sehen, dass die Neuen unter uns noch mal wissen, wer ist Christoph Hörsel. Wir kennen ihn schon von Kindsbeinen an, vom Fernsehen, oder? Christoph Hörsel. Christoph Hörsel wurde 1956 geboren, ist verheiratet und hat 4 Kinder. Nach Wehrdienst und Ausbildung auf der Deutschen Bank und Studium in München studierte er Sprachwissenschaft und Literatur in Chinesisch, Französisch und Spanisch. Christoph Hörsel war viele Jahre Sonderkorrespondent und Nachrichtenautor bei ARD. Er ist Experte für Zentral- und Südasien, Nah- und Mittelost-Sicherheitsfragen, spezifisch was die islamische Bewegung und diesbezügliche Sicherheitsfragen betrifft. Von 1985 bis 1999 berichtete Christoph Hörsel unter anderem für ARD aus Pakistan, Afghanistan und Kaschmir, moderierte tausende Live-Sendungen. Weitere Einsätze machte er in den USA, Ukraine, Indien, Irak und Iran. 2001 gründete er die Regierungs- und Unternehmensberatung Hörsel Networks in München, seit 2010 auch in Potsdam. 2006 bis 2007 coachte er ausgewählte Führungskräfte der deutschen ISAF-Truppen im Fach Landeskunde Afghanistan. Zur Erklärung, ISAF war eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter NATO-Führung im Rahmen des Krieges in Afghanistan von 2001 bis 2014. Während der Wintersemester 2006-2007 lehrte Christoph Hörsel am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg zum Thema Terrormediation am Beispiel Afghanistans. 2013 rief Christoph Hörsel eine Bürgerbewegung der politischen Mitte aus und gründete die Partei Deutsche Mitte. Er ist bis dato erster Bundesvorsitzender. Heute stellt sich Christoph Hörsel einem Live-Interview zur aktuellen Weltlage. Danke. Herr Hörsel, ich kann sagen auch, dass wir zwei uns sehr freuen, dass Sie mal wieder sich die Zeit nehmen, um Fragen zur aktuellen Weltlage zu beantworten. Als ich vorhin hier hochgekommen bin, habe ich gedacht, es ist Abend geworden auf der AZK. Sogar ein bisschen gemütlich. Aber es kann gut sein, dass es nicht so gemütlich wird, wenn es jetzt darum geht, doch nochmal ein Update zu liefern von all den Themen, die Sie in den letzten Wochen auch so mitbewegt haben, in den letzten Auftritten und Interviews. Was bringt Sie dazu, von einer Krise zu sprechen? Und wieso steht die jetzt vor dem Ausbruch? Wir hören das von Analysten weltweit. Wir lesen das in unseren Mainstream-Tageszeitungen. Wir haben einen Beschluss der Bundesregierung, dass die Bundesbürger sich für 14 Tage verproviantieren und mit allen, wie soll man sagen, Waren des täglichen Bedarfs eindecken sollten. Wir haben gehört, dass ein Programm, das man Quantitative Easing nennt, also das Beschaffen sozusagen von Geldmitteln,
auf dem europäischen Sektor durch die EZB, durch die Europäische Zentralbank, ursprünglich im letzten Jahr für 1,1 Billionen Euro gedacht war, 1,1 Billionen Euro in den zusammenbrechenden Finanzmarkt hineingepumpt. Und jetzt hören wir, wenn wir uns bei Wikipedia zum Beispiel informieren, dass dieses Programm verlängert wurde bis zum März des nächsten Jahres, dass praktisch zeitlich kein Deckel drauf ist und dass es 1,7 Billionen sind, mal ebenso, ja? 600 Milliarden obendrauf, einfach so, aus heißer Luft. Und wir haben Erleichterungen um ein OMT, Outright Monetary Transfer, ein weiteres System, um weiteres Geld noch weniger kontrolliert in den Markt zu pumpen. Und da sagen uns die großen Medien, ach, das wird sowieso nicht stattfinden. Und die reine Erklärung, dass das stattfinden könnte, die wird ja die Märkte schon beruhigen. Und ich will mal sagen, was des organisierten Kartellschwachsinns in den Medien mehr ist. Und diese Dinge müssen uns beunruhigen. Wir haben jetzt in einem wunderbaren Vortrag von Herrn König gehört, dass Griechenland vor 14 Tagen im Grunde genommen sein Vaterland abgeben musste. Anders kann ich das ja gar nicht sehen. Das ist der totale Ausraub eines ganzen Volkes mit deutscher Hilfe. Also diese Art Dinge müssen uns dazu bringen, dass wir sagen, so, das kann nicht gut gehen. Aber jetzt habe ich noch gar nicht von den Insidern gesprochen, mit denen man ja auch reden muss, wenn man was wissen will. Und die sagen, es kann jetzt jede Sekunde knallen. Jede Sekunde knallen heißt, Lehman Brothers war gegen das, was uns droht, nur ein kleiner Waldspaziergang. Jetzt kommt der echte Crash. Und das kann tatsächlich jeden Moment passieren. Die Deutsche Bank hat gerade enorm gewackelt. Jetzt wird das wieder so ein bisschen hingebogen, ja. Die Bundesregierung lässt zur Unzeit verlauten, sie wollte der Deutschen Bank nicht helfen. Da sage ich als Deutscher vielen Dank. Wenn die Bundesregierung die Deutsche Bank schon abschreibt, wer soll sie dann stützen? Und es ist nicht deswegen, weil ich in diese Banker schwer verliebt wäre, Gottes Willen, oder weil ich deren Geschäftsmethoden billige, sondern einfach nur sage, Moment mal, im Moment ist es noch unsere Deutsche Bank. Vielleicht gehört ein Teil davon Katar aus durchsichtigen Gründen. Aber es ist immer noch unsere Deutsche Bank und da hätte ich mir von der Bundesregierung vielleicht nicht lautstark, aber hinter den Kulissen doch was anderes gewünscht, als ein öffentliches Abschreiben dieses Instituts. Das hatten wir. Und dann merkt man, okay, wir werden vermutlich nicht an dieser Schwelle scheitern, weiß man nicht. Aber es kann morgen die nächste sein oder übermorgen. Und so eine Situation ist ja politisch nicht mehr zu verantworten. Und das ist die Lage, in der wir jetzt sind. Jeden Tag kann es krachen. Und dann sind die Spargelder, um das zu sagen, wie beim letzten Mal, wir wissen ja auch heute, weil wir es nachgelesen haben, als Frau Merkel damals noch mit dem SPD-Finanzminister, diesem berühmten, der jetzt gerade abgetreten ist, erklärte, die Spargelder seien alle sicher. Das haben die aus der heißen Luft heraus erfunden. Das haben sie nachher zugegeben. Heute wird diese Erklärung niemand mehr glauben. Das muss uns auch klar sein. Haben Sie denn schon Vorräte im Keller und für wie lange? Ich habe ein bisschen Vorräte gebildet, aber gar nicht genug. Und ehrlich gesagt, ich kann mir das gar nicht so richtig leisten, auf einen Schlag finanziell rein schon, nicht? Für 14 Tage alles zu besorgen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das, was der liebe Gott gibt, sozusagen, was klappt und den Rest müssen wir sehen. Ja. Aber was steckt dahinter, dass wir über die Medien sogar mit der Wahrheit versorgt werden, dass man rät, diese Vorräte, diese Vorratsmaßnahmen zu bilden? Was steckt da für eine Zielsetzung aus Ihrer Sicht hinter? Es geht darum, die Bevölkerung psychologisch vorzubereiten. Es geht auch daran, dass man ein Stück Verantwortung regierungsseitig weggibt und sagt, so, das kann passieren, ihr wart gewarnt, aber was ist das im Grunde? Im Grunde ist das ein Offenbarungseid der Regierung. Und nicht nur der Regierung, auch der Opposition. Denn hat die Opposition irgendwas getan, um darauf hinzuweisen, dass diese Dinge drohen? Nix. Und der Offenbarungseid geht ja noch ein Stückchen weiter. Der geht dahin, dass wir wissen, für die Ärmsten der Armen in Deutschland, etwa für ein Viertel der Bevölkerung, insbesondere aber für Sozialhilfeempfänger, ist gar nicht vorgesehen. Nichts.
Wir lesen in Hintergrundpapieren, dass man tatsächlich diese Bevölkerungsanteile für, ich sage jetzt ein ganz hartes Wort, für verzichtbar hält. Wir wissen ja oder wir ahnen, dass wenn es einen Crash gibt, es einen Krieg geben könnte. Und in diesem Krieg könnte es auch so sein, dass man auf einen Teil der Bevölkerung schlicht verzichten müsste. So hart ist das. Und dies scheint ein Vorspiel dazu zu sein. Aber es geht noch eine Umdrehung weiter. Ich habe vor einigen Tagen eine Parteiversammlung gehabt in Baden-Baden. Und da war ein Unternehmer dabei und er hat gesagt, ich bin Spediteur. 14 Tage, unsere Verdienstmargen sind so gering, dass wenn wir nur 2 Tage Pause haben, ist die Firma pleite. Pleite. Erledigt. Für Unternehmer hat diese Bundesregierung gar nichts übrig. Keinen Plan, keine Zusammenarbeit, keine besonderen Vorankündigungen. Da fährt niemand vorbei und redet mal mit den Verbänden und sagt, guck mal, da kann was Schlimmes passieren, wollen wir mal gemeinsam Notfallpläne entwickeln. Da ist gar rein nichts. Ich weiß nicht, für wen diese Bundesregierung regiert. Und dann gucken wir eine Stufe höher. Wir gucken an die kleinen Oligarchen. Leute, die so 1,5 oder 2,3 Milliarden Euro so als Gesamtwert haben. Auch die wissen, wenn es kracht, werden wir vermutlich wie viel verlieren? Die Hälfte, 3/4? Wie ist das denn dann? Menschen, die aus Werten wie Landbesitz oder Immobilienbesitz schwer rauskommen, können in einer Sekunde kaputt sein finanziell. Mit anderen Worten, das ganze Land steht vor dem Offenbarungseid der Bundesregierung. Niemand sagt es. Niemand hat einen Plan und wir werden da hineintaumeln wie Kühe auf dem Weg zur Schlachtbank. So sieht das wohl aus nach dem Willen dieser Bundesregierung. Das muss uns nur klar sein und deswegen wird es hier gesagt, weil es woanders nicht gesagt wird. Jetzt kommen aber diese Töne ja. Diese Stimmen nicht ja erst jetzt heute. Also ja. Man kann sich erinnern, dass es eigentlich schon eine Weile kursiert oder bewusst wahrgenommen wird, so kann es nicht weitergehen. Wir sind an allen Punkten ausgereizt. Und wieso sagen Sie, gerade jetzt ist die Gefahr des Ausbruchs am stärksten? Was sind das noch für Aspekte, die dazu führen? Gut, die sind nicht heute am stärksten, auch nicht seit 10 Tagen, sondern es ist dann, ich würde mal sagen, seit 3-4 Monaten so, dass ich sage, jetzt oder gehört habe von Leuten, die es wissen können oder wissen müssten, dass wir diesen Gefährdungsgrad jetzt erreicht haben. Und da kommt für mich vollkommen, ich will mal sagen, normal, dieses Unnormale, dieses öffentlichen Offenbarungseides der Bundesregierung. Das wird die sich überlegt haben. Denn das ist ja nicht von Pappe. Das ist ja etwas, was die Bevölkerung auch misstrauisch macht. Und das ist nun passiert. Und damit wird es Zeit, öffentlich darauf hinzuweisen, und das mache ich jetzt in einigen Wochen in Interviews oder schriftlichen Äußerungen, dass ich eben auf diesen Punkt hinweise und auf die, ich will mal sagen, Nichtfürsorge der Bundesregierung, die ein Amtseid abgelegt hat. Also einen dauerhaften Verstoß auch hier wieder gegen diesen Amtseid. Hochverratspolitik. Das ist ein Wort, das ich, glaube ich, aufgebracht habe in der öffentlichen Diskussion vor einigen Jahren. Ja. Macht es Sinn, in diesem Zusammenhang zu sprechen, jetzt noch von so Übernahmen wie Monsanto, Bayer Leverkusen oder dem VW-Skandal? Sind das auch Punkte, Aspekte, die da hineinfließen? Ja, da haben wir einen aufblühenden Handelskrieg aus meiner Sicht mit den USA. Da geht es auch darum, dass wenn es einen Crash gibt, wenn es Konfrontationen gibt, auch Konkurrenzsituationen wirtschaftlicher Art, und die gab es ja auch schon, Euro gegen Dollar, der Euro hat verloren, dann gibt es auch eine Konkurrenzsituation der Volkswirtschaft. Und da geht es auch darum, wichtige Konzerne anzuschießen. Volkswagen hatte sich gerade bevor dieser Skandal hochkam, zum größten Automobilproduzenten der Welt aufgeschwungen. Und ich glaube, das hat General Motors nicht gepasst. Vermute ich mal. Nicht? So kennen wir unsere amerikanischen Freunde, sowas mögen die nicht. Und dann haben die sich was überlegt. Die habt ihr auch schon vor ein paar Jahren mal überlegt, dass so ein Audi von alleine losfährt. Das führte zu riesigen Prozessen und auch zig und 100 Millionen Dollar Strafe und sowas. Und jetzt war diese Dimension für den großen Volkswagen-Konzern nicht mehr groß genug.
Also musste man ihn an die Wand nageln, obwohl er, weiß Gott, nicht der einzige Konzern war, der diese Tricks angewendet hat. Das weiß man inzwischen. Aber er wurde und wird am härtesten bestraft. Und was hat die Bundesregierung getan, um das zu verhindern? Nahe null. Nahe null. Es gibt heute in der Süddeutschen Zeitung oder gestern auf einer ganzen Seite im Wirtschaftsteil einen ganzen Aufsatz drüber, was die Bundesregierung alles gemacht hat, um VW zu unterstützen. Und VW habe ja selber Schuld wegen seines blöden Managements. Ich meine, was ist das denn? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ein deutscher Konzern wird von den amerikanischen Freunden sozusagen ausgeraubt und die Bundesregierung guckt zu und erfindet noch Entschuldigungen und lässt die publizieren in den Kartellmedien. So sieht das aus. Und dann kommt die Geschichte mit Apple. Die irische Regierung sieht sich so unter Druck, weil sie diesen Steuervorteil von 14 Milliarden Euro, der hier institutional festgestellt worden ist, nicht von Apple annehmen möchte. Hat sie gesagt, wir wollen das Geld nicht. Ich möchte mal wissen, was eigentlich die Armen in Irland, Sozialhilfeempfänger und solche Leute, dazu sagen, dass der Staat mal eben an den reichsten Konzern der Welt, ja, das ist der wohlhabendste, der Konzern mit der größten Barreserve, dass die denen auch noch 14 Milliarden Euro schenken. Das sind die perversen Situationen immer in der Endzeit eines Systems. Das muss uns klar sein. Und so müssen wir das verstehen. Da wird noch in letzter Sekunde geschachert und sich in die Taschen gedrückt und wird gelogen. Und natürlich wird immer das gemacht, was wir schon seit Jahren kennen. Die Völker werden regelrecht betrogen und ausgeraubt. Darum geht's. Gegenüber einem Großkonzern auf solche für den läppischen Steuerbeträge zu verzichten und 0,5% oder so ähnlich Steuern einzunehmen, das ist nichts anderes als Betrug und Raub am Volk. Die Regierung ist dafür da, per Amtseid Schaden vom Volk abzuwenden. Hier ist ein Schaden von 14 Milliarden entstanden und die irische Regierung sagt, kackfrech, wollen wir nicht haben. Unfassbar. Gibt es aus dieser Situation überhaupt Auswege und wenn, welche? Wir haben ja noch eine kleine Sicherheitssituation am Rande. Wir haben eine Konfliktzone in Mittel- und Nahost, die uns langsam um die Ohren fliegt. In diesen Stunden schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass eine Konfrontation Russland-USA in Syrien bevorsteht. Ganz eindeutig. Die Amerikaner denken lauthals offen darüber nach, dass sie schwere Waffen, Luftabwehrwaffen und weiterreichende Raketen an die Terrormilizen in Syrien liefern wollen. Und dann eskaliert der Krieg. Russland und Iran werden sich in ihrem Engagement nicht abschrecken lassen von solchen Zusatzbewaffnungen für IS oder andere. Das ist ganz eindeutig. Dann geraten die aneinander. Aber es geht noch ein Stück weiter. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, des State Department in Washington, Kirby, hat erklärt, es könne ja auch zusätzliche Bodybags, Tote, geben unter der russischen Armee in Syrien. Und es könnte ja auch sein, und jetzt wird es ganz hart, dass russische Städte angegriffen würden. Wenn wir wissen, dass an die 100% des internationalen Terrors staatsgemanagter Terror ist, und wenn die USA in dieser Weise Russland darauf hinweisen, da könnten eure Städte betroffen sein, dann ist das eine nackte, unverhüllte Drohung der USA offiziell gegen Russland. Das ist eine Kriegsdrohung. Da stehen wir heute. Und jetzt kommen wir zu den Auswegmöglichkeiten. Immer wenn das Finanzkartell oder die großen Kartelle vor einer Crash-Situation stehen, kommen sie auf die Idee, wir brauchen einen Krieg. Der Zweite Weltkrieg verdankt sein Entstehen dem Black Friday und dem Crash, der dann weltweit folgte, an dem Deutschland beteiligt war. Und wir haben jetzt diese Situation, dass wir dieses Doppeldesaster, das uns alle an Gut, Leib und Leben bedroht, dass wir dem begegnen müssen. Und da gibt es eine ganz einfache Maßgabe. Und jetzt komme ich ehrlich zu der Antwort von der Frage. Was können wir tun? Wir dürfen offenen Auges mit den guten Vorträgen, die wir haben, mit den Informationen, die wir haben, entscheiden, was ist der Knackpunkt dieses Drecksystems, das uns ausraubt und bedroht. Und das ist das Finanz- und Geldsystem. Das sind Zins, Zinseszins und das Schuldgeld, das erfundene Privatgeld der privaten Banken. 90% des Marktes, vielen Dank für die Zahl,
Das ist die Sache. Wenn also jetzt politische Organisationen kommen, Nachdenkclubs, Bürgerinitiativen, Bewegungen, was auch immer. Das ist, Bild ist vielfältig. Gerade habe ich mit einem Deutschen gesprochen, der gerade in Holland sitzt. Da gibt auch was Neues. Und ich stelle immer nur eine Frage. Was sagen die zum Zinssystem und was sagen die zum Schuldgeldsystem? Warum? Wenn wir den Kartellen an den Wagen fahren wollen, dann müssen wir ihnen ihr gottverfluchtes Verdienstmodell wegnehmen. Und das geht nur auf eine Weise. Zinsen runterfahren und die Schuldgeldverschuldung runterfahren. Der Staat, die Bürger können für ihre eigene Finanzierung locker sorgen. Und der Staat hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den organisatorischen, politischen Rahmen dafür zu bilden und zur Verfügung zu stellen. Für das Wohl seiner Bürger. Und wir dürfen beurteilen, welche Bewegung hat dieses als oberstes und unverrückbares Ziel. Dann kann man sie nämlich dafür verhaften, dass sie dieses Ziel auch wirklich verfolgt. Und da gibt es eben verdammt wenige, leider Gottes. Und deswegen müssen wir uns gut umschauen, wer macht das, und an die können wir uns wenden. Dort können wir mitmachen. Und der Rest ist Zeitverschwendung, und ich will auch noch mal was ganz Böses dazu sagen, der Rest ist wahrscheinlich auch vom System bereitgestellt, um eure Zeit zu verschwenden und das System zu verlängern. Und das ist tödlich. Das kann tödlich sein. Deswegen heißt es, sofort umkehren und zu diesem Punkt kommen. Gut, gehen wir dann mal zu der Sicherheitslage in Europa. Ich hörte jetzt vor einiger Zeit eine Aussage von einem Bekannten, der sagte, ich bin dankbar, in einem sicheren Land wie Deutschland zu leben. Wie sieht die Sicherheitslage aber tatsächlich aus? Also wie ist da Ihre Einschätzung, und genau, ob Sie uns da einen Überblick geben können? Wir sehen, dass unter der Fuchtel der Kartelle die abhängigen Regierungen, denn wie auch schon der König gesagt hat, ist ja nicht Obama, der zu sagen hat, was die USA außenpolitisch tun. Ist auch nicht Frau Merkel, die darüber zu befinden hat, ob jetzt Deutschland vollauf munitionierte Bomber an der russischen Grenze entlang fliegen lässt, wie es der Fall ist heute. Sondern da stehen andere Mächte dahinter, die das dirigieren. Und diese Kartelle sorgen überall für Konfrontation. Wir haben interessanterweise gehört, dass der nächste große Krieg aus Nah- und Mittelost aufblühen könnte. Aber zur Sicherheit hat das Kartell noch ganz andere Konflikte geschaffen. Die Ukraine ist nur ein kleiner Herd. Im Grunde geht es natürlich gegen Russland. Und wir erinnern uns an den schönen Vortrag von George Friedman, immer in einem Ungarn, einem Europäer, der uns eigentlich in seinem interessanten, guten Vortrag damals, ich glaube in Chicago, gewarnt hat, dass die wichtigste amerikanische außenpolitische Überzeugung die sei, dass Deutschland und Russland niemals zusammenkommen dürfen. Also lautet doch der Umkehrschluss, den ich hier auch Gott sei Dank weit akzeptiert sehe, das Erste, was wir machen müssen, ist Freundschaft mit Russland. Ja? Das ist doch... So geht das. Und dann haben wir noch andere Konflikte. Dann haben wir Konfliktszenarien China gegen Japan. In Korea wird gefummelt. In Korea wird das Volk daran gehindert, zig Milliarden werte Bodenschätze auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Und deswegen hungern die. Die haben auch einen nicht so netten Diktator, das sehe ich ein. Aber wenn sie eingeklemmt sind zwischen Washington und Peking, kann sein, dass da ein paar Ideale auf die Dauer abhanden kommen. Ja? Ich möchte da kein Verständnis wecken für Folter und Mord und was da alles so passiert. Ich möchte nur sagen, es ist nicht so locker, wie das in unseren seltsamen Komikermedien dargestellt wird. Und dann gibt es diesen Aufbau von Korallenriffen, wo man ganz plötzlich Washington sein, ich will mal sagen, Umweltgewissen entdeckt und trauert um die Riffe, ja? Weil die Chinesen da eine Landebahn draufbauen für ihre Kampfjäger. Ich meine, manchmal ist das Ganze ja auch ein bisschen komisch, was die Medien uns so andienen und glauben, wir würden das alles ernst nehmen, ja? Also hier kann ich nur ein Hohngelächter ausbrechen, als die Atombombenexperimente der USA gemacht wurden, nicht nur zu Hause, sondern auch in Asien. Da hat kein Mensch auch nur einen Gedanken dran verschwendet, was das wohl den Korallenriffen antun könnte.
Also das sind so unsere komischen Politikmethoden. Und dieses ganze Weltszenario, das kriecht so langsam auf uns alle zu. 6 Schauplätze. In der Arktis steht man sich gegenüber, inzwischen auch mit russischen Spezialkräften, nachdem das Feld vorher nur den USA überlassen blieb. Inzwischen gibt es auch Zusammenstöße, sozusagen Sicherheitsfragen mit der zivilen Luftfahrt, weil Russland genau das tut, was die USA schon lange tun, nämlich weltweit, wo sie das Recht haben, mit ihren schweren Waffen herumzufliegen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die USA so eine Art Exklusivrecht auf dem Globus haben. Plötzlich sagt Putin, dürfen wir vielleicht auch mal so den einen oder anderen Flug machen? Nein. Washington sagt da ganz klar nein. Und Putin sagt, okay, ich halte mich nicht dran. Das ist die Situation. Ja, wir lachen jetzt. Aber es wächst uns langsam bis hier. Und irgendwann ist das mit diesen Kriegsrucken und diesem Eskalieren und diesem Aufbau so, dass es ganz blutiger Ernst werden kann. Und davon möchte ich eben warnen. Kann man aber dann trotzdem sagen, in Deutschland sind wir sicher? Eher nicht. Ich frage mal so, würden Sie Frau Merkel Ihre Geldbörse geben? Nein. Genau. Ja. Ich will gar nicht davon reden, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ganz kurz. Aber ich würde meine Kinder nicht mit Frau Merkel zum Nachmittagsspaziergang schicken. Mhm. Ja. Auf keinen Fall. Es hat gerade jemand draußen an Auto einen Aufkleber gefunden, da steht drauf, merkelt ihr nicht, wie man euch vergaukelt? Wunderbar. Ich glaube, das ist eine gute Antwort darauf. Genau. Ja, sehr gut. Ja, wie kommt es denn eigentlich zu dieser hochgefährlichen Lage? Die meisten sprechen ja jetzt schon tatsächlich vom Dritten Weltkrieg. Ja, und da ist eben wegen dieser genannten 6 Kriegsszenarien weltweit, die so langsam aufblühen, Bedrohung. Ich meine, es geht bis zur Atomkriegsdrohung, die in Nordkorea so inzwischen politische Tageswährung geworden ist. Ja. Da geht es darum, dass Leute sagen, Freunde, in Wahrheit hat der Dritte Weltkrieg doch längst begonnen. Ich warne so ein bisschen sozusagen, die Dinge noch verbal zu eskalieren. Sie sind ja in der Realität schlimm genug. Aber eines muss man sagen, das Wort Weltkrieg ist in der jetzigen politischen Analyse absolut am Platz. Und da kann ich nur sagen, als Analyst, als jemand, der von Sendern gefragt wird um ein Interview, wenn irgendwas hochbrennt, Alarmstufe rot. Hier dürfen wir nicht weitermachen. Denn ich meine, wie nah geht Weltkrieg noch, wenn wir wissen, dass die Crash-Frage schon jeden Tag gestellt werden kann, dass das nicht im Bereich von Lehman Brothers mehr abgeht, was sozusagen die Schadenswelle weltweit angeht. Und wenn wir wissen, dass diese Kriegsszenarien jeden Tag eskaliert werden, das verfolge ich ganz genau, minutiös, ich beschreibe das schriftlich, mündlich in Interviews, ich bespreche das insbesondere im iranischen Rundfunk mit meinen iranischen Freunden, diese Interviews finden fast wöchentlich statt, also manchmal auch zweimal wöchentlich. Das ist inzwischen so eine kleine Kultfunktion schon geworden, die da kommt. Und wir sind uns ganz einig, es ist brandgefährlich geworden. Und das ist eigentlich nur das Fazit, das wir hier ziehen können. Und diese Zunahme von Gewalttaten, Anschlägen in Europa, also ja. Ich denke, wir erinnern uns alle an Istanbul, Paris, Brüssel, Nizza, München. Ich habe noch irgendwo in Erinnerung auch diese Zugattacke Würzburg irgendwo. Ja. Man hat den Eindruck, es kommt doch greifbar näher. Also vor noch wenigen Jahren konnte man diese Art von Aggression immer noch ein Stück weit, ich sag mal, aus dem Betrachterauge mit Sicherheitsabstand wahrnehmen. Jetzt kann es vor der eigenen Haustür passieren. Ist das auch ein Indiz dafür, dass Sie sagen, die Gefahr ist akut? Ich fange mal aus der anderen Ecke an. Das Ausgrenzen von den Armen, von Hartz-IV-Empfängern, führt bei denen, die einen Job haben, zu Angst vor dem Verlust dieses Jobs. Wir haben hier Terroranschläge, von denen die Mehrzahl meiner Ansicht nach Resultat von Terrormanagement der beteiligten Regierungen und Staaten ist.
Das betrifft insbesondere den Fall von Nizza, bei dem so ziemlich alles faul ist, was man sich vorstellen kann. Es betrifft welchen haben Sie noch genannt? Amoklauf in München. München, es betrifft mit ganz vielen Brüssel. Problemen. Es betrifft Brüssel. In Brüssel, Molenbeek, dieses Viertel, da bin ich selbst Zeuge sozusagen, weil Freunde aus der islamischen Bewegung in immer größeren Zahlen in den letzten 30 Jahren, seit ich sie kenne, nach Molenbeek gezogen sind. Und ich fand das ein bisschen komisch so in den ersten Jahren. Jetzt weiß ich warum. Es wurde langsam aufgebaut, dieses Viertel, bis es dieser brodelnde Suppentopf war, aus dem diese Blasen aufsteigen, diese Brandbomben, Anschlagsblasen. Terrormanagement, also das, wie soll man sagen, das Managen von Terror durch Regierung ist ja ein Begriff, den ich in die politische Debatte eingeführt habe vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Und ich habe den definiert. Und wir haben eindeutig Hinweise auf Terrormanagement an allen möglichen Stellen. Und eine unangenehme Situation im Innern, das ist das, was vor einigen Tagen in Bautzen passiert ist. Ich war gestern Abend in Bautzen vor ein paar hundert interessierten Menschen und wir haben nochmal über dieses Thema geredet. Und mir fällt auf, dass wenn man, wie waren es, 26 sogenannte UMAs, unbegleitete minderjährige Menschen, in ein Haus stopft, nur junge Leute so 16, 18. Das ist der dümmste Fehler, den man machen kann vom Management her, wenn man Menschen in Ruhe bringen will und will Konfliktsituationen entschärfen. Dann wäre es wichtig, dass man die Generationen mischt. Hier wurde absichtlich entmischt. Man hat diese jungen Kerls hauptsächlich, ja, nur junge Männer, hat man rausgezogen aus der Gesamtmasse der Flüchtlinge, mitten in der Innenstadt in ein Haus gesetzt und ihnen Nachtausgang gegeben. Wenn man irgendwie Ärger haben will, dann organisiert man das so. Und also habe ich Bautzen beschuldigt, in Bautzen, das tue ich nochmal gerne hier, habe ich die Stadtverwaltung in Bautzen, die Polizei in Bautzen beschuldigt, am Zustandekommen dieser Vorfälle und an den aggressiven Folgen, die da auf beiden Seiten passiert sind. Der Streit wurde ja nicht von deutschstämmigen und von einheimischen Bautzenern angefangen, sondern eben durch die Zuwanderer, dass die Behörden daran Mitschuld tragen. Und nochmal zu der Frage, ist Deutschland sicher? Mit dieser Bundesregierung, mit diesem System werden alle Länder absichtlich unsicher gemacht. Schauen Sie mal, was in den USA passiert. Diese sagenhaften Schulschießereien mit den erstaunlichsten Stories dahinter, die nicht stimmen können. Ich verweise nur auf den Fall Winnenden, aber es gibt noch mindestens einen, der genauso dreckig ist wie das, was in den USA passiert. Vollkommen ungereimte Story. Und da war ich auch persönlich betroffen, weil ich eingeladen wurde, die Pressekonferenz zu halten. Weil der Buchautor Grant sich nicht, wie soll man sagen, fit fühlte, das alleine zu machen. Und die Fakten, die ich noch jenseits seines Buches von den Originalquellen gehört habe, die waren schlimmer als das, was im Buch steht. Mit anderen Worten, wir haben eine unangenehme Situation, in der NATO-Regierungen meinen, dass sie ihre Bevölkerungen kirre und in Angst halten können, indem sie sie durch selbstorganisierten Terror bedrohen und bedrohen lassen. Was können wir hier dagegen tun, dass es halt eben hier immer gefährlicher wird? Wir können uns vernünftig schützen. Vernünftig heißt, dass wir in krisenhaften Situationen große Menschenansammlungen meiden. Interessant, nicht? Eine große Menschenansammlung ist nämlich auch eine Demonstration. Da wollen wir hingehen. Egal, was das kostet. Ich gehe da auch hin. Und ich bin auch in Versammlungen und nehme daran teil. Weil wir auch ein Stück Risikobereitschaft haben müssen, wo es um unsere Politik und unsere Anliegen geht, die wir durchsetzen wollen. Ich weiß, dass der Bundesregierung völlig wurscht ist, wenn eine 500.000 Bundesbürger auf die Straßen geht, weil sie verbrecherische, verfassungsfeindliche Verträge wie TTIP, CETA und TISA nicht will. Ist der Bundesregierung völlig egal. Das ist Teil dieser Hochverratspolitik und dieser ganzen Geschichte. Wir sollen dahin gehen, wir sollen demonstrieren. Aber bei bestimmten Volksfesten kann man sich fragen, soll man das machen, müssen da unbedingt die Kinder mit, so etwas. Das könnte ein Punkt sein. Viele kaufen sich Tränengas.
Eine sehr vernünftige Sache. Es ist eine nicht aggressive Waffe. Die kann man zur Verteidigung einsetzen. Sie tötet niemanden, aber sie kann schützen und kann einem die paar Sekunden geben, die man braucht, um entwischen zu können. Das sind Selbstschutzmaßnahmen. Man kann sein Haus sichern. Da gibt es auch gute Tipps von der Polizei. Einbruchssicherung, solche Dinge. Viele Dinge, kleine Dinge können wir tun. Aber im Wesentlichen müssen wir endlich aus dem Sessel kommen. Weiter sich YouTube-Videos angucken und auf Facebook herumposten, ist Hobby. Wir brauchen politische Aktion jetzt. Es müssen die Menschen, die verstanden haben, sich aktiv einbringen. Das tut gut. Das ist ein Grund, warum ich gerne hierher komme. Weil hier Menschen sitzen, und zwar nicht so wenige, die haben es begriffen. Und wir müssen, und ich sage das gern nochmal, weil man das nicht oft genug sagen kann, wir müssen uns in die richtige Richtung bewegen, ohne weitere Zeitverschwendung. Wir haben tolle Akteure, die uns die Wahrheit sagen und interessante Analysen bringen. Die Zeit ist vorbei. Wir kennen die Wahrheit. Wir haben genug Analysen gehört. Wir brauchen Kräfte, die sich gegen das Verdienstmodell der Finanzkartelle wenden. Sicher, nicht nur versprochen. Die sich verpflichtet haben, die ihre Glaubwürdigkeit daran gehängt haben, dass sie dieses als oberstes Ziel haben. Und dann haben wir eine gewisse Gewähr, unsere Arbeit, unsere Zeit, unser Einsatz, unsere Opfer könnten nicht vergeblich sein. Wie sonst so oft. Wir haben in Deutschland gerade eine große, schöne Parteigründung. Großer Jubel überall. Sagen die irgendwas gegen das Finanzkartell? Oh nein. Was sagen die zur NATO? Ein wichtiger Punkt, nicht wahr, Herr König? Was sagen die zur NATO? Ja, das muss ein bisschen mehr den deutschen Interessen gehorchen. Entschuldigung, die deutschen Interessen, die chinesischen, die nordkoreanischen, südkoreanischen und sonstige Schrebergarteninteressen sind überhaupt nicht mein Interesse. Ich glaube, wir brauchen Ethik in der Politik, sonst wird es nicht nach vorne gehen. Da brauche ich keinen Schrebergarten dafür, da brauche ich Prinzipien. Und wenn Sie fragen, wo kommt was Gutes her, dann wäre es das Prinzip, wir führen keine Kriege mehr. Wenn irgendwelche Verbrecher da oben uns sowas nahelegen wollen, durch Propaganda, machen wir nicht mit. Und natürlich gilt, wie gesagt, zuallererst, diese Nummer mit Russland haben wir hinter uns. Als allererstes befreunden wir uns mit Russland, ohne unsere amerikanischen Freunde dafür dran zu geben. Ich bin herzlich gern mit dem amerikanischen Volk befreundet. Ich habe einige sehr gute, enge amerikanische Freunde, auch in der amerikanischen Armee. Aber bei der Regierung habe ich ein Problem, das gebe ich zu. Herr König hat ja auch noch den EU-Austritt und den Euro-Exit angesprochen. Ja. Das ist auch eine gute Maßnahme. Das finde ich ganz prima. Ich habe das etwas langsamer gemacht bei uns in der deutschen Mitte, weil ich nicht sozusagen alles in die Tonne treten wollte, worin das deutsche Volk sich im Moment bewegt. Ja. Also habe ich gesagt, wir gehen gerne aus dem Euro, aber nicht als Erste. Das ist so eine gewisse Dolchstoßgeschichte. Wir wollen nicht als Deutsche, die in Europa so etwas, ich will mal sagen, unlockeres Bewegen hatten in den letzten 100 Jahren. Da wollen wir nicht diejenigen sein, die den Euro begraben als Allererste. Aber wir begraben den gerne mit als Zweite. Und in diesen Tagen arbeiten wir gerade an einem Text an das griechische Volk, den die griechischen Medien bringen wollen. Wir haben unser Kurzprogramm übersetzen lassen und sagen den Griechen, okay, Tsipras hat jetzt gerade auch anlässlich des Ausverkaufs, von dem wir gehört haben, die Hälfte seiner Anhänger verloren in Griechenland. Die Griechen suchen nach einer neuen Idee. Könnte ja sein, dass es ein paar Griechen gibt, die verstehen, dass mit Zinseszins, einer Bankenmafia und Schuldgeld die Sache nicht mehr zu regeln ist. Das wäre ja toll. Also versuchen wir es dahin zu bringen. Und wir sagen natürlich, die Europäische Union muss tiefenreformiert werden. Vertrag von Maastricht, da hat ja sogar schon Professor Sinn in München gesagt, Änderungskündigung, finde ich ein wunderbares Wort, Änderungskündigung. Ja. Und ich meine, der Vertrag von Lissabon, ja, das ist ja sozusagen dieser Schießbefehlvertrag, den wollen wir auch nicht mehr haben. Natürlich nicht. Das ist einfach widerrechtlich. Auch das ist eigentlich verfassungswidrig. Sowas dürfen wir gar nicht mitmachen. Und also müssen diese Verträge weg. Und damit stehen wir im Grunde vor der Auflösung der Europäischen Union. Aber das ist eigentlich schade. Und es ist in der jetzigen Zeit, wo ja die großen Kartelle die Konflikte schüren und sind am Krieg interessiert, da wollen wir vorsichtig sein, wenn wir Brücken abbrechen.
Wir wollen schauen, dass wir die richtigen Brücken behalten und die falschen knicken. Das war das Stichwort für das dritte Thema, weltweite Krisenherde. Sie sagen, Kartelle halten den Globus in Geiselhaft. Ja, wollen wir darüber sprechen? Wir müssen einfach nochmal, ich hatte das ja so kurz angedeutet, in die Geschichte schauen. Wir haben ein System, das in Großbritannien seit einigen hundert Jahren laut Selbstaussage vom netten Herrn Rothschild das Sagen hat. Wir haben dieses wunderbare System City of London, das ist ein eigentliches Studienfach und da kann man den ganzen Abend drüber reden. Und wir haben eben das System, das die Völker weltweit ausraubt und das jetzt die Vorherrschaft über den ganzen Globus anstrebt. Leute, die sich so sicher fühlen, ich weiß, bei meinem letzten Vortrag hier vor der AZK, habe ich Warren Buffett zitiert. Ne? Jawohl, es gibt zurzeit einen Klassenkampf. Diesen Klassenkampf führen wir, die Reichen, gegen die Armen. Und die Reichen gewinnen ihn gerade. Das sind seine Worte, Originalzitat. So sicher ist sich der Mann, dass ihn niemand mehr aus seiner Machtposition schubsen kann. Und der ist nun wirklich einer von diesen mächtigen Oligarchen, die etwas zu sagen haben. Diesen vielfach zweistelligen Dollarmilliardären. Und diese Leute haben nun mal die Politik, Völker in Kriege zu stürzen. Gutle Shaper, die Ehefrau eines weiteren Rothschild, sagte, wenn man den Unterlagen glauben darf, im Jahr 1862, wenn mein Mann keinen Krieg will, gibt's auch keinen. Man kann das ganze Ding auch umdrehen, nicht wahr? Wenn mein Mann Krieg will. Und da wir das wissen und da wir die Geschichte kennen und da wir wissen, wie sich das schon zweimal im letzten Jahrhundert gegen Deutschland gerichtet hat, und wie wir Deutschen doof genug waren, da mitzumarschieren. Deswegen meine ich, es ist höchste Eisenbahn, dass wir den Zusammenhang zwischen Finanzcrash und Krieg als gegeben, als fest, als sicher annehmen. Wir sollen also nicht nur an unsere Börse denken oder an unser Sparkonto oder an sonst irgendwas, was wir uns erarbeitet haben. Eigenheime auf Kredit zum Beispiel sind hochgefährdet. Sondern wir sollen daran denken, dass es an unser Blut geht, an unseren Hals, an unser Leben, an unsere Kinder. Automatisch dann, wenn die finanziellen Krisenmeldungen kommen. Denn es könnte sein, dass das Kartell einschätzt, wir könnten jetzt bei diesem Crash Macht verlieren. Dazu sind sie nicht bereit. Sie geben kein Tüttelchen freiwillig ab. Also muss uns klar sein, wir müssen bei dem Thema Crash an das Thema Krieg denken. Unbedingt, untrennbar miteinander verknüpft. Und dann können wir uns in dieser Welt bewegen. Dann wissen wir, es reicht nicht zu sagen Frieden. Es reicht nicht zu sagen Freundschaft mit Russland. Es muss immer gesagt werden und ohne Zinsen, ohne Zinseszinsen und ohne Schuldgeld und ohne die Herrschaft der Finanzmafia weltweit. Sonst können wir den Frieden nicht retten. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr differenzieren, das Kartell, dass es nicht so pauschal bleibt, sondern... Das ist interessant, weil die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, und ich habe mich hier beim letzten Mal vor einem Jahr, deswegen rate ich auch noch, wenn ihr jetzt sachliche Fragen hat, sind vielleicht ein paar neue, der kann sich diesen AZK-Vortrag von 2015 ruhig nochmal antun, da sind alle Details drin. Da gibt es zwei wesentliche Grundlagen. Das eine ist eben die Studie der Eidgenössisch-Technischen Hochschule, in der Schweiz, eine hervorragende, weltberühmte, hochrenommierte Hochschule, die in einer Studie 2010 gefunden hat, war es 2010, dass alle Banken weltweit ein Kartell bilden. Alle Banken weltweit ein Kartell. Das sind keine linken Propagandabehauptungen, das ist erwiesen durch diese Studie. Das ist sehr wichtig. Dann müssen wir feststellen, dass sie ja die Unternehmensbeziehungen weltweit untersucht haben und haben gesagt, 147 Unternehmen weltweit haben, wie viel waren es? 30-40% des gesamten Geschäfts unter sich auszumachen. Sowas nenne ich auch ein Kartell. Dann
diskutieren wir über 5 verschiedene Kartelle. Wir diskutieren zunächst mal über das wichtigste und mächtigste Kartell, das Finanzkartell. Dieses wird unterstützt und ist darauf auch händeringend angewiesen vom Medienkartell. Wir haben weiterhin Energiekartelle. Das sind die Jungs, die bestimmend waren, als es 2003 gegen den Irak ging zum Beispiel. Und vorher auch schon gegen Saddam Hussein und die durch die amerikanische Regierung den Irak schon Operation Desert Storm haben erpressen lassen, seine Ölvorräte billig an die USA zu verkaufen. Die USA hatten ja vorher den Ölpreis gesenkt, wie sie es gerade jetzt machen. Auf die Hälfte des Marktpreises, damals bis zu 10 und 11 Dollar pro Barrel, muss man sich mal überlegen. Das war das Niveau. Wahnsinn, wenn man an heute denkt. So, das war das Energiekartell. Und dann wissen wir, gibt es noch ein Rüstungskartell. Das sind die Jungs, die immer verdienen, wenn es kracht. Und die deswegen brauchen, einfach für die Erreichung ihrer Boni, ja, dass es kracht. Und schließlich kommt dieses berühmte, das ist so das Konglomerat aus Agrochemie, Pharma, Krankheitsmafia, was es da alles gibt. Leute, die dringend daran interessiert sind, dass es uns richtig mies geht. Die für Selbstmordwellen unter irakischen Bauern gesorgt haben, weil sie denen aufgezwungen haben, Monsanto Saatgut jedes Jahr neu zu kaufen. Und die Bauern konnten mit diesem System nicht leben. Und dann haben sie sich umgebracht. So ist das gewesen. Irak, kurz nach der amerikanischen Besetzung, hat durch diese CPA, diese Coalition Provisional Authority, die ich selber ja 2003 in Bagdad kennenlernen durfte, dafür gesorgt, als allererstes dann ein Vertrag mit Monsanto gemacht wurde, dass alles Saatgut im ganzen Irak von Monsanto zu kommen hätte. Unfassbar. Und diese Kartelle haben so viel zu sagen, dass eine von der Universität Princeton mitgesponserte Untersuchung vor wenigen Jahren dazu gekommen ist, zu sagen, die USA sind keine Demokratie, sondern sie sind eine Oligarchie. Wer wenig oder mittelmäßig viel Geld hat, hat sozusagen nichts zu sagen in diesem Staat. Und je größer das Vermögen, desto mehr zu sagen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist keine linke Propaganda. Das ist nicht irgendeine Erfindung. Sondern es hat eine Elite-Uni in den USA zu verantworten, dass wir dieses wissen. Und dann sind wir, glaube ich, differenziert genug, um zu sagen, was sind das für Kartelle? Was sind das für Leute? Was sind das für Märkte, die sie untereinander aufteilen? Und was sind die geschichtlichen Lektionen aus den 219 Kriegen, vielen Dank für diese Aufstellung, die wir da anschauen dürfen. Da sind sie auf dem Tisch. Da drücken die Kartelle. Da killt die Finanzmafia den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, weil er das Schuldgeld abschaffen wollte und weil er die Herrschaft der Privatbanker über das Finanz- und Währungssystem der USA nicht zugeben wollte, bis eben Wilson 1913 bekanntlich einknickte. Das sind die Situationen. Ich hatte Sie 2015 nach der AZK gefragt, wie Sie die Situation beurteilen, den Stand der Dinge. Und Sie sagten, wir sind weiter, aber das Problem ist, die anderen sind viel weiter gekommen. Also haben wir eine Aufholjagd. Wie würden Sie das jetzt heute beurteilen? Bis jetzt haben wir die Aufholjagd verloren. Wir haben die Aufholjagd verloren. Wir haben uns nicht schnell genug entwickelt. Wir entwickeln uns immer noch nicht schnell genug. Immer noch glauben die Menschen, sie hätten den Luxus, sich irgendwelchen populären Vereinen anzuschließen. Immer noch haben die Menschen den Eindruck, sie könnten auch erst morgen loslegen. Das ist grundfalsch. Mit der jetzigen Einstellung der übergroßen Mehrheit der Menschen werden wir todsicher untergehen. Wir werden Crash erkriegen. Wir werden den Krieg bekommen, man wird uns alles wegnehmen, was wir haben und vermutlich auch unser Leben. Ich möchte niemandem Angst machen. Ich hasse aufgeregte Panikmacher. Aber ich kann ja auch nicht einfach Sie anlügen hier. Ja? Das kann ich nicht tun. Wenn Sie meine so ernsthafte Frage stellen, kann ich nur sagen, wir sind nicht mitgekommen. Die anderen waren schneller. Die Konfliktzonen, die ich geschildert habe. Die Finanzsituation, die ich beschrieben habe, und ich war ja heute nicht allein, Herr König war ja Gott sei Dank auch dabei. Die ist so eindeutig, diese Situation. Das Ausrauben Griechenlands, ganz Griechenlands vor 14 Tagen. Wer zum Teufel stellt sich hin und sagt, das kann Deutschland nie passieren? Hallo? Wird gerade vor unseren Augen VW rasiert?
wird BASF oder nein, wird Bayer in einen Unternehmenskauf gezwungen, der so bescheuert ist, dass sich ein Laie an den Kopf fasst? Was kaufen die denn? Eine dreckige, kriminelle Lobbytruppe kaufen die. Die kaufen den Laden, der Aspartam in den Markt gedrückt hat. Und als er das gemacht hat, hat er mit riesigem Gewinn die Rechte daran verkauft. Das ist Monsanto, das ist deren Geschäftsmodell. Die setzen Regierungen unter Druck. Im Hintergrund schwabbeln die amerikanischen Kanonenboote im sanften Wasser. Und dann wird verkauft. Und notfalls kommt der Botschafter mal zu Besuch und er sagt ihnen, wo Norden ist. So sieht das aus mit Monsanto. Und Bayer will das kaufen. Wie bitte? Ein kleines Kolonieunternehmen wie Bayer? Da lache ich doch drüber. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu und das wird ungut enden. Und wir sind nicht schnell genug. Ich hatte ja schon angedeutet, dass es auch trotz dieser kuscheligen Ecke nicht so gemütlich werden könnte heute Abend. Ja. Das haben Sie jetzt leider bestätigt. Genau. Herr Hörsel, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Oder was würden Sie uns und den Gästen und Besuchern hier noch mitgeben als Rat, als Hinweis? Sie wollen uns jetzt nicht so entlassen. Ich werde das nicht wieder fröhlich machen hier. Im Gegenteil. Ja. Ich gebe Ihnen eine Garantie. Entweder kommen sämtliche Menschen, die dieses Video sehen, aus dem Sessel, oder es wird nicht zu retten sein. Sämtliche. Alle. Ohne Ausnahme. Und es reicht nicht mehr. Alle, die jetzt Beifall klatschen, die müssten eigentlich verhaftet werden dafür, dass sie was machen. Und es reicht nicht mehr, dass wir freundlich hoffen und gute Gedanken irgendwo hinschicken. Heute schreibt mir jemand auf meiner Facebook-Seite, Herr Hörsel, Sie machen den Leuten Angst. Da habe ich gesagt, für gute Nachrichten bin ich nicht zuständig. Wenn Sie meinetwegen Angst kriegen, dann gehen Sie auch weg von meiner Seite. Die Lage müsste Ihnen die Hose ausziehen vor Angst. Ja. Das sind die Tatsachen. Deswegen glaube ich eben, auch wenn ich die Zahlen ansehe, in denen das hier verbreitet wird, nur wenn alle aufstehen, haben wir eine Chance. Und vorher haben wir keine. Eine Garantie, dass wir das schaffen, gibt es sowieso nicht. Gestern Abend in Bautzen eine Frage. Herr Hörsel, wird das denn klappen, wenn wir jetzt was machen? Als ich als junger Mann, noch unter 30, mit einer Kamera, die ich mir gerade gekauft hatte, von meinem Studentenbudget nach Afghanistan gegangen bin, da habe ich mich innerlich darauf eingestellt, um den Afghanen zu helfen, die gerade von der Sowjetunion heimgesucht wurden. Mit einigen hunderttausend Toten. 1,3 Millionen waren es am Ende. Und der größten Flüchtlingsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist jetzt das syrische Opfer. Ja, das ist die syrische Position. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt, bis ich 60 bin oder 80. Jetzt bin ich 60, fast 60. Und jetzt stehen wir vor dieser Situation. Ich konnte nicht wissen, dass wenige Jahre später die Sowjetunion zusammenbrechen würde. Ich weine hier keine Träne nach. Aber ich hoffe auf den Zusammenbruch dieses westlichen Verbrecherregimes, damit für die Völker weltweit die Bedrohung aufhört. Und ich fahre in einen schwarzen Tunnel. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Vielleicht habe ich auch inzwischen einen kleinen Unfall. Aber ich war damals bereit, dafür ein Opfer zu bringen. Das bin ich heute auch. Wir werden gehen müssen. Sonst haben wir keine Chance. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. So ist das. Danke. Vielen Dank. Sie sind aufgestellt wie keine andere Gruppe, die ich kenne, um diese Herausforderung anzugehen. Gehen Sie geradeaus weiter, dann kann es nicht falsch sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Danke, wir haben das gehört. Danke. Und viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Alles, was man sich wünscht. Ja. Danke für die Einladung. Danke. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie gekommen oder geblieben sind. Alles Gute auf dem Heimweg, wenn es soweit ist.